Heute sind wir mit einem auch noch relativ neuen Fahrzeug unterwegs, und zwar dem Stadler Flirt 3 XL von Abellio. Allerdings sieht man nicht allzu viel davon, dass der von Abellio ist, denn der ist unternehmensneutral lackiert in den Farben vom VRR und hat auch die entsprechend sehr bunten Sitze im Innenraum, die man auch schon aus den genauso lackierten S-Bahnen kennt. Ich bin nämlich hier jetzt nicht in einer S-Bahn unterwegs, sondern in einer Regionalbahn. Dazu aber gleich mehr. Wir schauen erstmal an, wie die Ausstattung so aussieht. Also Sitzabstand ist schon mal in Ordnung. Die Sitze sind relativ bequem. Es gibt bewegliche Armlehnen, allerdings keine Steckdosen an den Reihensitzen, dafür aber in den Vierer-Sitzgruppen. Das Ganze ist eigentlich ein Zug für S-Bahn-Strecken. Er kommt auch hauptsächlich auf S-Bahn-Strecken zum Einsatz. Allerdings gibt es auch ein paar Regionalbahn- und Regional-Express-Linien, die ebenfalls von diesen Zügen hier bedient werden. In meinem Fall ist das der RB 32, die Rhein-Emscher-Bahn von Duisburg über Oberhausen, Essen, Altenessen, Gelsenkirchen, Herne, Castrop, Rauxel nach Dortmund. Und mit diesem Zug fahre ich jetzt auch die fast gesamte Strecke. Eigentlich wollte ich die gesamte Strecke fahren, wegen Bauarbeiten endete der Zug aber in Dortmund-Mengede. Dort musste ich dann nochmal umsteigen auf eine S-Bahn. Ja, das Ganze eben betrieben von Abellio. Allerdings hat Abellio nicht allzu viel zu sagen zu den Fahrzeugen. Die werden nur an Abellio vermietet und sind ausgestattet, so wie der VRR das haben möchte. Das ist also vergleichbar zu dem Prinzip vom RRX oder auch von den Zügen von Bewegt. Deswegen fällt das Ganze auch unkomfortabler aus als die anderen Züge von Abellio. Gerade die neueren Flirt-Züge von Abellio, die hier in der Region unterwegs sind, sind ja sehr, sehr komfortabel. Hier natürlich etwas weniger Ausstattung, liegt aber auch daran, dass sie eben hauptsächlich für den Einsatz als S-Bahn gedacht sind. Und da sind sie wirklich meilenweit komfortabler als die bisher verwendeten S-Bahn-Züge der Baureihe 422, die genauso wie die 423 und 425 diese knochenharten und sehr aufrichten Sitze hat. Im Vergleich dazu ist das hier natürlich schon sehr, sehr komfortabel. Wie gesagt, man muss das Ganze in Relation sehen. Es ist gedacht als S-Bahn-Zug und dafür ist die Ausstattung wirklich sehr, sehr gut. Das war mein kurzes Video zu dem Flirt 3 XL von Abellio, die im Auftrag des VRR unterwegs sind. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Hier seht ihr jetzt, von wem die Musik stammt und wann mein nächstes Video kommt. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und freue mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.